Wir haben hier einen Lupo. Es ist ein 1 Liter gewesen. Nein, jetzt haben wir ein 1,8 T eingebaut. Wie es nicht reicht, haben wir nochmal ein GT30 eingebaut. Krankeste, kleinste Wagen deutschlandweit. Also ganz ehrlich, das Ding ist krank. Wir sind, ich würde mal sagen, behaupten so um die 400 PS. Und das Ding ist krank. Ich sag euch, das ballert. Was wir jetzt eigentlich machen, wir werden einfach nur ballern. Wir werden nur ballern. Und mehr einspritzen und ein bisschen mehr Luft reinklatschen. Ich sag's dir, das Ding wird so war richtigen Anschlag auf 500 PS kommen. Das glaube ich auch. Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben hier einen Lupo. Es ist ein 1 Liter gewesen. Nein, jetzt haben wir ein 1,8 T eingebaut. Wie es nicht reicht, haben wir nochmal ein GT30 eingebaut. Wir hatten ein paar Probleme gehabt. Also, wenn ihr das nicht gesehen habt, einfach die hinteren, also die letzten Videos einfach mal anschauen. So, 1,8 T. Wir sind ungefähr bei 335 PS hatten wir gehabt, ohne Ladeluftkühler. Jetzt haben wir ein paar Sachen erneuert und ich habe das Gefühl, wir sind so um die 400 PS. Ne, wissen wir natürlich nicht ganz genau, aber ich sag mal einfach mal, hört sich immer besser an, 400 PS, aufgerundet. So, wir fahren ungefähr mit 400 PS, was weiß ich, mit wie vielen Newton das Ganze, und das Ding ist krank. Ich sag euch, das ballert. Also für mich, Samet, für mich, deutschlandweit, der krankeste Kleinwagen. Auf jeden Fall. Der krankeste Kleinwagen. Auf jeden Fall. Also Bustini und Sascha hier, ihr könnt einpacken. Ihr könnt hier meine Abgase riechen, wenn ihr Bock habt. Ne? Aber wir sehen uns ja sowieso in der Viertelmeile. Von daher, also ich sag euch, ihr müsst euch die Beschleunigung anschauen. Ey, 0 auf 100 ist ein Traum. 100 auf 200 haben wir noch nicht gemacht. Das werden wir aber gleich machen. Wenn wir ein, zwei machen. Ich will jetzt dem Wagen jetzt auch nicht so auf die Fresse jetzt hauen. Weil der wird noch Samstag abgestimmt. Wir wollten eigentlich heute abstimmen. Aber weil ihr das Video sehen wolltet, wie wir das abstimmen, werden wir das Ganze auf Samstag haben wir das Ganze auf Samstag verlegt, so dass ihr alle auch mitkriegt, wie wir das Ganze machen. Und dann haben wir Endstufe. Und ich bin mir sicher, der Liebe mit dir braucht hier nicht mehr viel machen, damit wir die Endstufe erreichen. Ehrlich, die 4 ist unser Ziel. 335 PS hatten wir. Ich schätze mir jetzt mit den Ladeluftkühlern, mit den Zündkerzen haben wir vielleicht, ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen, aber ich sage einfach mal 400 PS haben wir schon. Und das ist krank. So, Samet, der hinter der Kamera ist, der kann die Kamera nicht festhalten. Auf jeden Fall. Wir haben so einen Boost. Ladeschläuche sind natürlich ein paar Mal rausgeflogen gerade. Das ist passiert halt, wenn man mit so viel Ladedruck fährt. Wir fahren aktuell mit 2 Bar Ladedruck. Ja, wir haben Verdichtung und so, das werde ich euch bestimmt noch alles erzählen. Aber ich will auch jetzt nicht viel labern. Ich will jetzt einfach nur fahren. Ne, Samet? Auf jeden Fall. Einfach nur fahren. So, wir fahren jetzt einfach. Der geht richtig ab. Ey, was war das? Was ist das? Was schätzt du 0 auf 100? Jetzt? Nachdem 0 auf 100 gerade? Was schätzt du? 3-4 Sekunden? Ja, ich sag 4. Wie ist der Druck? Mega. Ey, das ist krank. Ey. Also im Vergleich zu 6,4, was wir da hatten, ne? Das ist richtig heftig gerade. Richtig heftig. Also, dass wir echt die Uhr heute nicht da haben, ne? Ich weiß mir gerade, boah. Ich auch. Dass wir die Stoppuhr nicht da haben. Ja.
Auf jeden Fall. Channel, bring die Stoppuhr! Hey, wo ist die Stoppuhr? Ist bei Channel, Mr. Do It. Ist die drin? Ja. Muss ich mal machen. Ey, aber ganz ehrlich, ich brauche hier keine Stoppuhr. Das Gefühl zählt, ne? Das Gefühl ist der Hammer. Ey, bitte, kannst du mal gleich so von der Seite oder kurz nach vorne kommen und einmal hier aufnehmen, Samet? Ja. Oh, warte, ein Auto kommt. Willst du wieder vorne? Nee, warte. Wir sind auf der Landstraße, wir sind auf der 100er. Na, Jungs, alles gut. So, kannst du einmal Tacho mal versuchen zu füllen? Ja. Ne, warte ich. Boah, ich hoffe, ich krieg wieder so einen Start wie gerade. Boah, der war richtig gut, der Start. Auf jeden Fall. Okay? Ja. Unglaublich. Der ist richtig schnell. Ey. Was ist das? Wie ist der Druck für dich? Mega. Der presst richtig nach hinten. Ey, was war das? Boah, ey, hast du die 100 gerade? Ich hab das so ein bisschen so geschielt drauf, so. Und ich auch. Boah. Ey, der ist krank. Wirklich, ich schätze, ja, du kannst recht haben, 3 noch was. 4 Sekunden würde ich schätzen, wenn überhaupt. Der wird richtig Ding schneller. Ist krank. Der hat richtig viel Druck. Also, boah, ehrlich, also, ey. Und die Reifen drehen ja durch, ne, es ist richtig trocken. Richtig trocken. Wir haben 15 Grad draußen. Boah, schade, dass ich meine Semis nicht drauf gemacht habe, ey. Stimmt, die sind gar nicht drauf, ne? Die sind nicht drauf. Die sind gar nicht drauf. Wegen Samstag, ne, zum Einstellen. Boah, aber ich guck nur gerade, ne, die Reifen haben aber gut geschnitten. Die stinken gut, ne? Ja. Krass. Und nochmal. Das war ein Ladeluftschlauch. Nein. Ja. Ich hoffe. Ach die Scheiße. Das war ein Ladeluftschlauch. Irgendein Schlauch ist geplatzt. Ach du Scheiße. Alles gut. Meinst du, ist aber nur abgeflogen, ne? Ich hoffe es. Das hat sich aber richtig hart angehört, ne? Hä? Das hat sich richtig hart angehört. Ja, werden wir sehen jetzt. Ey, Scheiße, ich habe jetzt auch gar nichts dabei. Aber Dings haben wir, ne? Ja? Das hat sich irgendwie angehört, als wäre er von hier oben, ne? Bist du wieder zurück? Ach du Scheiße, genau da? Da. Alter, aber ey Jungs, bitte. Sowas machen wir doch gerne. Schelle ist einmal rausgeflogen. Jetzt bauen wir die Schelle erstmal wieder ein und nehmen natürlich ein paar Sachen mit. Wir haben vergessen, ein paar Sachen mitzunehmen. Vor lauter Aufregung. Und dann fahren wir weiter. Bis gleich. Schaffen wir noch! Rausgeflogen. Ja, wir haben eine Stelle vergessen. Ich habe die anderen Schläuche schön gepuntet, so dass die nicht rausfliegen. Und den einen habe ich volles Rohr vergessen. Und ja, er sucht sich natürlich die schwächste Stelle, Samet. Und dann geht er auch mal raus. Das ist
Ich habe gerade einen Test gemacht, ob wir die 2 Bar Ladedruck aushalten können. Also, ich habe die Schelle schon provisorisch gut hingekriegt, glaube ich. Ja. Würde ich mal sagen. Also, ich weiß nicht, was wir noch machen können. Das Auto ist so geil geworden. Ehrlich, ich weiß nicht, was wir verbessern können. Der könnte rein theoretisch so bleiben. Hä? Der könnte eigentlich so bleiben. Der könnte so bleiben, ne? Eigentlich gar nicht mehr mit dir fahren. Eigentlich nicht. Aber ich will das schwarz auf weiß haben. Ich will gucken, weil ich bin mir ja sicher, dass mit dir, weil wir haben ja Zündung rausgeholt, ne? Jede Menge. Und wenn wir das wieder reinklatschen und mehr einspritzen und ein bisschen mehr Luft reinklatschen, ich sag's dir, das Ding wird so mal richtigen Anschlag auf 500 PS kommen. Das glaube ich auch. Aber ich glaube, 500 PS ist aber auch dann nicht mehr fahrbar. Aber wäre mal nicht schlecht. Boah, ne? Das ist schwer zu sagen, ne? Ja. So, wir werden jetzt nochmal 1, 2 mal 0 auf 100 machen. Dann nehmen wir euch nochmal mit und das war's dann heute. Weil 100 auf 200 können wir leider nicht machen, weil ich habe keinen Bock, da ganze Zeit da auf Autobahn eine Schelle zu machen hier. Das reicht mir jetzt das eine Mal jetzt. Ne, Samet? Auf jeden Fall. So. Nächste Stelle machst du aber. Ich sage euch, das Ding ist krank. Ne, der kühlt gerade ab. Nochmal. Wir müssen noch ein kleines Rohr hier machen. Wieder Kurbelwellenentlüftung. Da ist wieder jede Menge Druck rausgekommen. Das habe ich vergessen noch zu machen. Das mache ich. Da mache ich noch einen Ölkettstank rein. Habe ich immer noch nicht gemacht. Das mache ich. Da hat er ein bisschen Öl drauf gekriegt. Ja, ihr habt es ja mitgekriegt mit Philipp Case, was mir auch sehr, sehr weh tut. Also ehrlich. Ne? Also wir trauern mit dir, Philipp. Ich weiß nicht, ob du das Video irgendwann mal siehst. Auf jeden Fall, ich weiß, dass das Ding stärker zurückkommt. Also, es tut mir echt leid für dich. Wir haben sogar extra ein Feuerlöscher mitgenommen, falls sowas bei uns auch passiert. Aber ja, tut mir leid für dich. Aber ich glaube schon, dass er wieder stärker zurückkommt. Von hier, schöne Grüße. So, das Ding fährt hammergeil. Wir haben über ein bisschen mehr als 2 Bar Ladedruck. Und ja, anhand der Tachoaufnahmen seht ihr, wie der abgeht. Samet, was sagst du? Du warst heute Beifahrer. Du hast ja von Anfang an, warst du ja der, der immer mitgekriegt hat, wie der fährt. Was sagst du jetzt zu diesem Zustand? Ganz ehrlich, der wird immer besser. Ja, aber wie ist der jetzt? Ist der jetzt mit dem alten zu vergleichen? Nein. Gar nicht, ne? Gar nicht. Und null. Wir hatten 335 PS. Ja. Und jetzt? Was meinst du jetzt? Ja, mein Gefühl sagt 400. Also... Das ist mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie viel PS wir haben. Ich weiß nur, dass das echt krank geworden ist. Das Ding lässt sich geil fahren. Und was für mich das beeindruckendste der ganzen Geschichte ist,
dass er sich so stabil fallen lässt. Ehrlich. Das stimmt. Ehrlich. Ne? Wirklich. Wir haben nur ein bisschen Domlager-Spiel. Also Domlager, weil das ja auch von A3 die Domlager sind. Ne? Das sind die Original-Domlager mit dem A3-Stoßdämpfern. Da haben wir leichtes Spiel. Das werde ich auch noch machen, das war's. Sonst ist der Wagen top. Der lässt sich hammergeil fahren. Also ich glaube, vom Fahrwerk her brauche ich da nichts mehr machen. Optik, natürlich werden wir das irgendwann mal ändern, aber dazu kommen wir noch. Dieses Projekt ist auf jeden Fall lange nicht fertig. Wir werden da noch einiges machen. Aber, ja. Und heute zum ersten Mal, wo wir rausgefahren sind und dieses erste Mal dieses Gefühl hatten, wir auf dem Trockenen ist, das macht einfach Spaß. Das gibt dir Motivation für mehr. Ne? Das auf ist endlich Fall. Mal auf diesen Punkt gekommen zu sein. Ihr wisst ja, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mitgekriegt habt, wenn jetzt der eine oder andere dann neu dazugekommen ist. Wir hatten den gemacht, Low Budget erstmal, dann hatten wir einen bei Salo hier, bei Turbo Salo, von hier schöne Grüße, bei denen hatten wir einen Motorschaden gehabt und dann habe ich immer gesagt, der kommt zurück wie Phoenix aus Asche und er ist zurückgekommen. Wir haben den Motor einmal verstärkt, haben ein bisschen Low Budget weggelassen, haben ein bisschen Geld reingesteckt und ich glaube, das Ding lässt sich sehen. Mit den GT30 passt das Ding. Weißt du, viele haben auch gesagt, der GT30, der ist, weißt du, ist ja, der kommt ab 4, 4,5 kommt der, aber du hast ja beim Beschleunigen gesehen, was viele vergessen. Ja. Bei 4,5, wenn der richtig kommt, bis 7000, dann musst du dir vorstellen, du schaltest ja nochmal und dann hast du ja schon wieder 4,5 und dann kommt der ja nochmal, dann schaltest du nochmal und dann kommt der nochmal. Das vergessen viele. Weil viele denken dann sofort, okay, 4,5, ihr schaltet, also 7.000, ihr schaltet, dann schaltet ihr nicht von 3.000, dann habt ihr schon wieder 4.500. Und dann kommt ihr wieder und dann wieder. Und das bis zum fünften Gang. Und das verletzt dich auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn, lasst doch mal ein Abo da. Ne, das könnt ihr auch mal langsam machen. Ich habe ja mal letztens geguckt, 65% der Nutzer haben kein Abo bei mir. Also könnt ihr euch ruhig mal ein Abo rausholen. Tut nicht weh. Jungs, auf jeden Fall, Samstag sehen wir uns. Da wird dann nochmal abgestimmt. Und da sind wir alle mal gespannt, was der jetzt in diesem Zustand am PS hat. Weil das werden wir auf jeden Fall messen. Und danach werden wir auf Endstufe gehen. Also seid gespannt. Samstag, wir sehen uns. Euer Kfz-Fuzzi. Bis dann. Haut rein. Ciao.